Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Gerade ist die Premiere vom Season 4 Gameplay Trailer zu Ende gegangen. Viele von euch haben es in meinem Livestream live mitverfolgt, was ich sehr, sehr geil finde. Das kommt positiv an, das werde ich in Zukunft fortführen. Wenn es denn die Zeit erlaubt, wenn mal wieder ein Trailer ansteht, dann mache ich wieder so eine Premiere. Das ist wirklich sehr, sehr geil gelaufen. Ich möchte euch jetzt den Trailer nochmal zeigen. Dann gibt es eine kleine Analyse und zum Schluss möchte ich euch auf der EA-Seite, auf der deutschen EA-Seite von Apex Legends, dann könnt ihr euch sämtliche Map-Änderungen nochmal vor Augen halten mit einer kompletten Erklärung. Was sehr, sehr interessant ist, noch ein paar Neuerungen, die wir auf der Seite sehen können. Bevor ich jetzt mit dem Trailer starte, natürlich wie immer lasst einen Daumen für das Video da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr nicht rund um Apex Legends gerade Informationsvideos rund um Season 4 verpassen wollt. Das war's von mir. Viel Spaß jetzt bei dem Trailer und nachträglich nochmal danke für den Support auf dem gerade zu Ende gegangenen Livestream. From the core systems to the Outlands, Hammond Robotics has been at the forefront of progress, revolutionizing and innovating the future. Our new Hammond Robotics is committed to leading the Outlands into the future through extraordinary breakthrough solutions in colonial manufacturing, transportation, security, and now introducing our advanced development in energy production and distribution. The Hammond Robotics Planet Harvester. Here at Hammond Robotics, the people of the Outlands are our number one priority. Hammond Robotics, we are here for you. Jekyll and Hyde. You know what this match needs? A game changer. Have I had enough? 'Cause I keep wrestling with snakes. Sick of all the slippery stuff. Hey, Jekyll and Hyde in me. Another day, another road. I'll see you, Shaken. Recharged and ready for battle. Noch ein paar Worte, bevor ich jetzt gleich anfange, und da bin ich mal auf eure Kommentare gespannt, ob ihr das genauso seht wie ich. Ich habe mich gerade mit meinem Mod oder mit meiner Moderatorin Casey ein bisschen auseinandergesetzt. Sie ist derselben Meinung wie ich. Ich befürchte so ein bisschen. Wir haben das Phänomen ja schon von Season 1 auf Season 2 erlebt. Dort wurde der Kings Canyon komplett umgebastelt. Ob das der ein oder andere jetzt positiv oder negativ fand, ist erstmal dahingestellt. Im Endeffekt ist von Season 3 auf Season 4 nichts anderes passiert. Sie haben sich die Map vorgenommen und einfach nur fette Map-Veränderungen gemacht für bestimmte Spots, die der ein oder andere vielleicht gar nicht so feiert. Und deswegen bin ich auch ganz ehrlich, bevor ich mit der Analyse erstmal richtig loslege, ich habe ein bisschen mehr erwartet und ich hoffe, ich werde in Zukunft nicht enttäuscht. Auch Casey ist der Meinung, das könnte nach hinten losgehen. Bin ich auch der Meinung, dass vielleicht den ein oder anderen Spieler enttäuscht und vielleicht nicht die Erwartungen erfüllt. Weil viele hoffen auf Kings Canyon als fester Modus, Mandu-Modus, Solo-Modus oder irgendwas. Respawn weiß ja, was wir uns alle wünschen. Deswegen könnte die Befürchtung laut werden, dass das ein bisschen nach hinten losgeht. Ich erinnere nochmal an den Kings Canyon und die Kaskaden. Das war der Lieblingsspot von vielen Leuten und das Teil wurde komplett zerstört. Auch wenn ich die Veränderung geil fand, weil der Spot an sich auch richtig cool ist, befürchte ich hier in Season 4, dass das vielleicht nicht bei jedem positiv aufgenommen wird. Sei es drum, wir fangen jetzt mal mit meiner Analyse an. Ich bin auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt und lasst mich in den Kommentaren natürlich gerne wissen, was ihr von den Map-Änderungen haltet.
Und ja, alles, was euch sonst auf dem Herzen liegt, viel Spaß bei der Analyse. From the core systems to the outlands, Hammond Robotics has been at the forefront of progress, revolutionizing and innovating the future. Our new Hammond Robotics. So, hier fangen wir einfach mal an. Das ist, ihr seht es ja vorher, ich kann es gerne nochmal ein kleines Stück zurückspulen. Der Spot hier wird in Zukunft, auch wenn der Winkel nicht ganz passt, wird der Spot in Zukunft so aussehen. Und es lohnt sich auch bis zum Schluss dran zu bleiben, was ich von EA erzählt habe. Dann gibt es nämlich von den Hauptspots, die vier Hauptspots, die sich geändert haben, so einen kleinen Slider. Da sieht ja so eine Vorher-Nachher, eine Dia-Show könnte man es fast sagen. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Was ich hier noch ein bisschen vermissen lasse, ich habe nämlich vor kurzem auf einem Bild gesehen, da hatte so ein Care-Package, so eine Lootbox, eine andere Farbe. Statt rot war die blau. Und zwar war das Bild. Ich habe es jetzt leider gerade nicht im Petto, wo die zwei Splits, einmal Split 1 Ranked von World's Edge gezeigt wurden und Split 2 Kings Canyon. Und auf Split 1 von World's Edge war eine dieser Boxen blau. Das könnte schon ein versteckter Hinweis sein, dass es vielleicht noch kommt. So, dann haben wir den Punkt. Das ist eigentlich wahrscheinlich meiner Meinung nach mit die krasseste Veränderung hier. Ich glaube, das ist Capital City. Und hier steht auch der... Ach, das ist ganz, ganz schwierig zu stoppen. Das tut mir leid, wenn ich das hier nicht 1A hinkriege. Aber dieser Spot, hier hinten steht, glaube ich, irgendwo der Harvester. Das sieht man jetzt schlecht, aber auf dem Slider, was ich gerade von EA erzählt habe, ist dieses Bild nochmals. Da kann ich euch das noch ein bisschen besser erklären. Auf jeden Fall ist der Spot eigentlich am härtesten von den Map-Veränderungen betroffen, was ich echt krass finde. So, und dann haben wir hier noch diesen kleinen Spot. Oh, ja, sieht schon geil aus, keine Frage. Also in Realität muss man natürlich sehen, wie sich das nachher alles spielen lässt. Und gibt es hier eigentlich irgendwas rauszusehen? Nee, wir sehen jetzt hier gleich die Haltestelle. Und stopp, das ist die allererste fette Neuerung, die ich ganz, ganz geil finde. Die ist aber ortsgebunden, soweit ich das richtig rausgelesen habe. Zeige ich euch auch gleich, wie angesprochen, auf der EA-Seite. Und zwar ist es in diesem Spot, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, das ist auf jeden Fall ein neuer Bereich auf der Map, gibt es solche Waffenregale wie aus dem Trainingsmodus. Das ist wirklich tatsächlich eine Ingame-Änderung und die soll wohl nur an diesem Spot zu finden sein, wo wir feste Waffen schon vorher sehen, bevor wir überhaupt irgendeine Box aufmachen können. Finde ich eine geile Änderung. Vielleicht wird das irgendwann mal auf der gesamten Map übernommen, vielleicht auch auf Kings Canyon. Würde ich auf jeden Fall eine feine Sache finden. So, und hier sehen wir natürlich den Harvester. Der Harvester ist ein Gerät, womit Energie erzeugt wird, im Groben. Und viele haben in den letzten Videos, wo ich darüber spekuliert habe, was die drei Lichter am Himmel sind, haben es bestätigt. Das sind halt Leute, die kennen sich mit Titanfall aus. Da muss ich mich einfach mal außen vor nehmen. Ich kenne mich mit Titanfall nicht aus. Die haben recht behalten. Das ist ein Harvester, so nennt sich das Teil. Ich glaube, auf Deutsch soll das Planetenernter heißen. Also zumindest wird es auf der EA-Seite, glaube ich, so geschrieben. Das ist schon ein mega Riesenteil. Und wer das nicht bemerkt hat, dieses Teil ist mehretagig. Das sieht man jetzt gleich noch. Da wird auf mehreren Etagen gefightet. Dieser Spot wird wahrscheinlich einer der am häufigsten angeflogenen Spots, zumindest am Anfang von Season 4 sein, wette ich. Ist auf jeden Fall ein schicker Spot. Und hier sehen wir schon ein paar neue Skins. Zumindest, also der hier vom Octane ist, glaube ich, nicht unbekannt. Hier sehen wir Krypto, zeige ich gleich noch ein bisschen genauer. Es werden nämlich auch noch Battle Pass Inhalte gezeigt, was auch sehr interessant ist. Und da haben wir es schon, wird aber gleich genauer gezeigt. Ich gehe gleich in Ruhe drauf ein. Oder ich bin mir gar nicht so sicher, sorry. Dann schalte ich doch nochmal zurück, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Hier haben wir auf jeden Fall den ersten Battle Pass Skin, der gezeigt wird. Das ist Watson. Ein richtig, richtig cooler Skin. Und auch im Livestream habe ich schon gesagt, ich finde die Kreativität von Respawn, was die Skins betrifft, immer sehr, sehr geil. Da bin ich ganz ehrlich. Stopp, da war ich schon wieder zu schnell. Hier haben wir einen Caustic Skin, der auch cool aussieht. Aber mein absolutes Highlight ist natürlich dieser Wraith Skin, der ist absolute Sahne, ohne Scheiß. Wir sehen im späteren Verlauf des Trailers, sehen wir den noch ein bisschen besser. Und hier war, stopp, da mache ich ein bisschen zurück, ein Krypto Skin, der auch richtig, richtig cool aussieht. Und jetzt kommt der erste Auftritt vom Revenant. Ultra geil. Zieht euch doch mal dieses Bild rein, das ist so finster. Hier taucht das erste Mal auf. Das könnte eine Art Finisher sein, weil das finde ich in dem Trailer schon mal heftig, dass
Der Octane hier erstmal einen fetten Genickbruch erleidet. Achtung und tschüss. Einfach finster. So, und hier, achtet genau drauf, ihr seht hier ein paar Predator, das ist ein ganzes Squad mit Predator ausgerüsteten, Predator-Schweif. Das ist ein komplettes Squad mit Predator und der Schweif sieht jetzt etwas anders aus. Ich fand von Season 3 den Schweif ehrlich gesagt ein bisschen geiler, so blitzartig, und der ist jetzt eher so wolkenartig oder so, ja, ich würde sagen so neblig eher. Da fand ich den aus Season 3 auf jeden Fall optisch deutlich besser. Könnt ihr euch auch wie hier wie immer mal auslassen, wie ihr das findet. Ihr seht hier auch schon, hier unten ist eine Zone, dann kann man hier so hochlaufen, dann kann man hier so in dem inneren Kreis von diesem Harvester noch langlaufen, dann ist hier drüben noch eine Plattform und hier weiter unten geht es auch noch lang. Das ist absolut finster. Ja, da unten landet er auch. Hier ein fetter Gunfight und da noch eine Etage, wo hochgesniped wird. Und jetzt kommen noch ein paar Battle Pass Inhalte, einige Skins, die ich euch eben gerade gezeigt habe. Hier eben Wraith in voller Montur, richtig geil. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde behaupten, dass das auch hier diese Waffe neuer Skin ist. Weiß ich wirklich nicht hundertprozentig, falls ich da falsch liege. Nehmt es mir nicht für übel. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Flatline-Skin ist. Sieht auf jeden Fall ultra nice aus. Ja, ich glaube, das ist... Hier haben wir Lifeline mit ihrem neuen Skin und der Alternator in der Hand. Da bin ich mir nicht sicher, ob das ein neuer Skin sein könnte. So, und hier haben wir nochmal einen Cyberpunked Skin von Watson, der auch richtig cool aussieht. Und was ich hier ein bisschen crazy finde, das fällt mir jetzt erst auf. Moment, dazu muss ich den Trailer ein bisschen kleiner machen. Zieht euch mal die Beine rein. Das hat so ein bisschen was Octane-lastig. Also die Oberschenkel sind komplett durchsichtig mit Maschinen hier. Und hier sind so eine Stränge, als würde sie da irgendwie mit Energie versorgt werden, als wäre irgendwas mit Watson passiert, was wir vielleicht gar nicht wissen. Das sieht auf jeden Fall auch aus wie Beinprothesen. Das, ich sag doch, je öfter man den Trailer sieht, desto öfter sieht man irgendwas Neues. Das ist echt mega interessant. So, jetzt kommen noch ein paar Waffenfights und das Interessanteste im Endeffekt ist eigentlich gleich, wenn der Revenant auftaucht, das erste Mal so richtig fight-technisch. Neue Legende hier. Und das ist seine ultimative Fähigkeit. Also ich gehe zumindest fest davon aus, dass es seine ultimative sein wird. Das ist der Totem, wo ich ursprünglich dachte, dass nur eine einzige Legende diesen Totem aufheben kann. Sprich, wenn du dann gedownt wirst oder komplett drauf gehst, wirst du wieder geheilt. Ich glaube mit 20 Lebenspunkten an diesem Ort, wo der Revenant diesen Totem aufstellt. Aber jetzt guckt mal, was hier passiert, wenn die Leute, also das gesamte Squad, durch diesen Totem laufen. Zack, jetzt aktiviert er den und der Pathfinder und der Octane bekommen auf einmal so ein Leuchten, als würden die das alle einsammeln können. Jetzt läuft noch der Revenant durch. Ganz kurzer Cut nochmal an dieser Stelle. Ich habe mir die Stelle jetzt etwas länger reingezogen. In meiner Interpretation in diesem Video habe ich mich ein bisschen verhaspelt. Ich habe die Stelle mehrmals vor- und zurückgespult und ein paar Behauptungen über den Totem aufgestellt und das wieder widerlegt und so weiter. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich dieses Rätsel jetzt gelöst habe. Es ist tatsächlich der Totem. Und wenn ihr das jetzt ein bisschen genauer betrachtet, der Pathfinder und der Octane nehmen beide die Gestalt vom Revenant an, wenn er in dieser, ich sag mal, lavaartigen Stein Gestalt, sage ich jetzt einfach mal, rumläuft. Und ich war jetzt ursprünglich der Meinung, der Octane hier oben, Achtung, Play, teleportiert sich an der Position weg. Und habe dann echt spekuliert, fuck, der Tote macht ja was völlig anderes oder es ist was völlig anderes. Aber wenn wir mal genauer hinsehen, bekommt der Octane an dieser Stelle einen Schuss ab. Wahrscheinlich augenscheinlich einen Schuss, der ihn tötet oder downen würde. Also bedeutet das, der Octane landet wieder an diesem Punkt, wo der Totem gerade vom Revenant aufgestellt wurde. So, jetzt schaut mal genau hin. Papp, hier. Oh, das ist natürlich perfekt gestoppt. Hier sieht man richtig den Schussstrahl. Ich dachte wirklich, das ist eine Teleportationsfunktion. Aber das ist natürlich völliger Käse. Nach mehrmaligem Schauen ist mir jetzt klar, dass das tatsächlich der Totem ist. Und der jetzt in seiner vollen Pracht quasi mal kurz zeigt, was er drauf hat. Ich mache jetzt mal noch ein bisschen weiter hier an der Stelle. Denn
Hier seht ihr, was das jetzt hier ist, was der Kollege wirft. Das könnte wahrscheinlich dieser Giftdolch sein, über den ich schon mal gesprochen habe. Interessanter wird es allerdings, ob die ganzen Legenden, die jetzt mit dem Totem belegt sind, noch eine andere Fähigkeit haben, wie zum Beispiel der Revenant, Achtung, der jetzt die Fähigkeit hat, hier die Wände komplett unendlich weit hochzuklettern, wie wir es aus dem Halloween-Event kennen. Da ja der Octane, der jetzt gedownt wurde oder getötet wurde, theoretisch, oder der Pathfinder mit dieser selben Gestalt belegt wurden, könnte es vielleicht sein, dass die theoretisch auch die Wände so weit hochklettern können. Das ist jetzt eine Vermutung von mir, was eigentlich gar keine schlechte Sache wäre. So, und hier dieses Leuchtende, ich denke, das sieht aus wie so ein kleines schwarzes Loch. Ich nehme mal an, dass es auch ein aktivierter Totem sein wird. Oder was völlig anderes, vielleicht ist es auch die Granate, die der Octane, der Revenant gerade da hochgeworfen hat. Wahrscheinlich ist das so eine Art Markierung, dieser Giftdolch. Ich nehme mal an, in einer völlig anderen Variante, wie wir es ursprünglich gerechnet haben. Hier ist ein Finisher. Übrigens, hier. Da muss ich mal zurückgehen. Alle, die jetzt tagesaktuell dieses Video schauen, zieht euch diesen Skin von Mirage ein. Der ist aktuell. Wenn ihr die normale legendäre Version von diesem Skin habt, könnt ihr euch diesen als Exklusivvariante für 10.000 oder 11.000 Apex Tokens, legendäre Token, freischalten. Habt auch ein paar Tage Zeit. Es lohnt sich. Der Skin sieht ultra, ultra geil aus. Zack, Finisher. So. Haben wir noch irgendwas? Hier noch ein Spot in der Nähe von dem Eiszapfen, der jetzt komplett geändert wurde. Auch hier zeige ich nochmal auf der EA-Seite diesen Schieberegler für dieses Bild. Es ist hier passiert so vieles und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Und hier bin ich mir nicht sicher, ob das eine Slow Motion ist oder nicht. Jetzt zieht euch das mal rein. Links, wie die beiden, sorry, dass ich das mit dem Stoppen hier nicht ganz so hinkriege, die beiden schweben hier hoch. Und es sieht für mich nicht nach einer Slow Motion aus. Das sieht irgendwie, keine Ahnung, ich kann es nicht zuordnen. Das sieht so Jetpack-mäßig auch aus. Auch der Schweif hier hinten. Vielleicht ist es auch ein Jump Pad vom Octane. Aber es sieht halt so aus, als würden die in Slow Motion hier hochschweben, obwohl es gar nicht, obwohl es keine Slow Motion ist. Es sieht auf jeden Fall finster aus. Hier sehen wir jetzt die Sentinel, das allererste Mal in Action. Ich überlege gerade. Set Target Distance, seht ihr hier auf den Kreis, da stehen 500 Meter. Vielleicht hat die ist eine Maximalreichweite bei der Sentinel von 500 Metern. Mein Gott, wie oft hat man das, dass man über 500 Meter weit schießen muss? Auf jeden Fall sieht die Sentinel ultra stark aus und bam, hier der erste Schuss direkt. Und hier sehen wir nochmal den Mirage Skin, der jetzt aktuell als Exklusivvariante im Store ist. Kann ich euch nur empfehlen, bei dem Gibraltar-Skin kann ich euch nicht sagen, ob das eine aktuelle Version ist. Da stehe ich jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Ich kenne nicht alle Skins. So, noch irgendwas, was man hier sehen kann, außer dass ja, die Map halt ziemlich zerstört ist. Hier, und das ist das, was mich, da hat mich Flip draufgebracht. Hier sind wir uns nicht so sicher, was das hier sein könnte. Ihr seht hier, springen die Kollegen von der Zipline runter und hier sehen wir, ich bin mir zwar fester Überzeugung, dass das ein Scan von der Kryptodrohne ist, vielleicht ist es auch was völlig anderes. Und hier behaupte ich, dass das übrigens der Spot ist, wo diese Waffenregale stehen. Bam. Also was musst du mal in Action schaffen, das ist so finster. So. Jetzt sehen wir den allerersten, ich gehe davon aus, dass es ein legendärer Skin vom Revenant sein wird. Zieht euch das hier einfach mal rein, das ist doch ein absolut kranker Skin. Und da habe ich vorhin im Livestream schon bemerkt, meine Fresse, die Hitbox. Wir haben uns früher schon über die Hitbox vom Pathfinder beschwert. Mal sehen, wie die Hitbox vom Revenant sein wird. Da bin ich wirklich mega gespannt. Und vor allem bin ich absolut gespannt, und ob der Start von Season 4 stabil verläuft. Aktuell gab es auch in dem Grand Soiree Event und darüber hinaus immer wieder Connection Probleme. Man startete ganz, ganz oft alleine und so weiter, was ich mega, mega anstrengend fand. So, bevor ich jetzt das Video unnötig weiter in die Länge ziehe, gehe ich jetzt noch mal kurz auf die EA-Seite. Ich lese das jetzt nicht alles vor, das ist wirklich ein arschlanger Text. Und hier ist der besagte Schieberegler, kennt ihr quasi den Spot, so wie er jetzt aussieht und so wird er aussehen,
wenn Season 4 startet. Das ist quasi der Mittelpunkt der Harvester, auch wenn der Blickwinkel, seht ihr ja an dem Eiszapfen, ein völlig anderes als hier, wenn ich den Schieberegler komplett rüber drehe. Ich gehe mal davon aus, das ist genau die entgegengesetzte Seite. Ich kann es jetzt nicht ganz genau deuten. Ist jetzt auch nicht dafür weiter dramatisch, aber ihr seht mal grob, was da los ist. Und ich glaube auch im Hintergrund hier, diese ganzen Vulkanausbrüche sehen deutlich finsterer als vorher aus. So, und hier steht der Planetenernter. Auf Deutsch klingt voll dämlich. Man bleibt am besten beim Harvester. Das klingt viel, viel geiler. So, dann haben wir Capital City, oder? Das dürfte Capital City sein. Ja, genau. Wird in zwei Teile gesprengt. Wir machen den Regler mal komplett hier nach links, nach rechts, meine ich. So sieht es ursprünglich aus. Und hier befürchte ich so ein bisschen, auch wenn ich die Baustelle wirklich sehr gerne anspringe, anlande, anfliege, meine Fresse, Wortfindungsstörung. Ich habe die Befürchtung, dass die Baustelle komplett im Eimer ist, weil ich war da, obwohl, nee, ich irre mich. Ich sehe zumindest, ein Gebäude steht noch. Können wir zumindest hier sehen. Hier ist ein fetter Spalt und ich habe auch rausgelesen, in diesem Text, wie gesagt, das lese ich jetzt nicht vor, gibt es bestimmte Gebäude, die man nur mit einer Zipline, die da auch schon dran ist, erreichen kann, wo man sich gut verschanzen kann, ohne Angst zu haben, dass einem hinterrücks in dem Gebäude noch irgendjemand erwischt. Echt mega interessant. So, ihr seht, das ist eine Menge Text. Das spare ich mir jetzt wirklich alles. So, dann haben wir das Vermessungscamp. Das ist, glaube ich, das Camp, oder? Kommt das noch später? Wo diese Waffenregale drin sind. Das ist, also ey, ohne Scheiß. Das mit den Reglern haben sie wirklich geil gemacht. Aber ich betone auch hier nochmal, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass uns solche Map-Änderungen nicht alleine auf Dauer zufriedenstellen. Deswegen, aber Respawn hat in dem letzten Tweet, was ich euch im letzten Video ja gesagt habe, versprochen, dass sie Dinge tun werden, die uns absolut begeistern werden. Ja, was begeistert uns am meisten? Die Hoffnung auf einen Solo- oder einen Duo-Modus. Punkt. Und vor allem die Rückkehr vom Kings Canyon. So, Waffenregale, hier steht's genau. Also das Vermessungscamp ist die Position, wo die Waffenregale zu finden sind. Wie gesagt, das lese ich jetzt nicht alles durch. Das ist einfach zu viel des Guten. Das soll es von meiner etwas längeren Analyse schon gewesen sein. Ich hoffe, ich habe es für euch nicht zu langweilig gestaltet. Ich stelle mir auch ganz, ganz gut vor, dass ich das ein oder andere völlig optisch verpasst habe. Seid mir diesbezüglich nicht böse. Ihr dürft natürlich euch frei fühlen, mich auf das ein oder andere vielleicht aufmerksam zu machen. Würde ich mich sogar sehr, sehr drüber freuen. Das greife ich zwar im Video nicht nochmal nachträglich auf, aber es wäre nice to know, damit ich selber nochmal gucken kann, was man so alles verpasst hat. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Lasst dem Video auf jeden Fall einen fetten, fetten Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid. Wenn ihr nichts rund um Apex Legends an Infos verpassen wollt, Season 4 startet morgen, wenn ihr heute tagesaktuell das Video noch schaut. Ich versorge euch in den nächsten Tagen und Wochen mit Sicherheit noch mit vielen Informationen, wie zum Beispiel Patch Notes, Battle Pass Inhalt, dem Revenant und so ein paar einzelne Sachen, die ich wirklich alle in ein Einzelvideo packe. Ich packe nicht alles in ein Video, weil das einfach zu lang wird. So bleibt es ein bisschen spannend. Das war's von mir jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Start in Season 4. Ich streame natürlich morgen ab 17 Uhr in die neue Season rein. Vielleicht schaltet der ein oder andere, der sowieso keine Zeit zum Zocken hat, bei mir ein. Würde ich mich sehr darüber freuen. Das war's jetzt von mir. Macht's gut. Ciao.